Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Im heutigen Vortrag möchte ich der Frage nachgehen, was befähigt uns, Befreiung zu verwirklichen? Es wird um die fünf spirituellen Fähigkeiten gehen. Wir alle haben ganz verschiedene Fähigkeiten. Einige von uns können gut kochen, andere können erfolgreich gärtnern oder gut Skifahren, schneidern, Kleider nähen oder stricken oder Verse schmieden oder Sudokus lösen oder Tango tanzen und so weiter. Wir können uns Fähigkeiten aneignen. Ein Schreinerlehrling zum Beispiel eignet sich die Fähigkeit an, aus einem Baumstamm einen Tisch zu machen. Oder eine Architekturstudentin studiert, wie man ein Haus baut, das nicht gerade wieder zusammenfällt. Oder wir können einen Tanzkurs machen, um Tango tanzen zu lernen. Oder es ist auch möglich, dass wir selbst experimentieren, dass wir Dinge selbst ausprobieren und so uns eine Fähigkeit aneignen, wie zum Beispiel das Gärtnern. Diese sogenannten weltlichen Fähigkeiten, die helfen und helfen uns im Leben, unterstützen uns, sei das nun für unseren Lebenserwerb, oder sei das für unser Hobby oder als Freizeitgestaltung. Auf alle Fälle sind diese Fähigkeiten eine hilfreiche Unterstützung, unser Leben ein wenig glücklicher oder zufriedener zu machen. Auch der Buddha erwähnte verschiedene Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten, die er erwähnte, die nannte er Schritte, die zum Erwachen führen. Und so sagte er einst: Die Fähigkeit des Vertrauens ist ein Schritt, der zum Erwachen führt. Die Fähigkeit des Bemühens ist ein Schritt, der zum Erwachen führt. Die Fähigkeit der Achtsamkeit ist ein Schritt, der zum Erwachen führt. Die Fähigkeit der Sammlung ist ein Schritt, der zum Erwachen führt. Die Fähigkeit der Weisheit ist ein Schritt, der zum Erwachen führt. Also, weil diese Fähigkeiten zum vollständigen Erwachen führen können, werden sie spirituelle Fähigkeiten genannt. Und der Buddha nannte eben diese fünf spirituellen Fähigkeiten. Erstens das Vertrauen, auf Pali heißt das Saddha. Dann zweitens Bemühung, auf Pali Virya. Die dritte Fähigkeit ist Achtsamkeit, Sati. Die vierte ist Sammlung, Samadhi. Und die fünfte Fähigkeit ist Weisheit, auch Erkenntnis, Einsicht.
Das Pali-Wort dafür ist Panya. Also das sind diese fünf Fähigkeiten und sie können sich auch als gewöhnliche Fähigkeiten in unserem täglichen Leben manifestieren. Doch wir übersehen sie oft, gerade weil sie uns eben oft so als gewöhnlich erscheinen. In ihrem gewöhnlichen oder eher bescheidenen Dasein können sie sich zum Beispiel so manifestieren. Zum Beispiel als Vertrauen in höhere Werte, wie zum Beispiel Gewaltlosigkeit. Oder dann als Bemühen, Gutes zu tun, sich zum Beispiel im Quartierverein engagieren. Oder kann sich manifestieren im täglichen Leben als eine achtsame Präsenz, wenn wir mit dem Kind spielen. Oder es kann sein als fokussierte Sammlung, wenn wir zwischen den dornigen Rosen am Jäten sind. Oder es kann sich manifestieren als die Erkenntnis, dass wir mit den Ressourcen sparsam umgehen sollten, zum Wohle der Umwelt und der Mitmenschen oder der Mitlebewesen auf dieser Erde. Der Buddha erkannte, dass diese Fähigkeiten uns nicht nur im sogenannten gewöhnlichen Leben unterstützen können, sondern dass sie eben das Potenzial haben, uns vollständig zu befreien. Dass sie das Potenzial haben, uns zum Erwachen zu führen. Und dann mutieren diese gewöhnlichen Fähigkeiten eben zu spirituellen Fähigkeiten. Und so werden sie zu unerlässlichen Werkzeugen für die Befreiung, oder zu unerlässlichen Werkzeugen zum tiefgründigen Verstehen aller Dinge, alles was ist. Auf Pali heißen diese Fähigkeiten Indriya. Und dieses Wort ist abgeleitet vom Namen eines alten vedischen Gottes, der hieß Indra. Indra war der Herrscher über die Devas. Devas sind sogenannte himmlische Wesen, Wesen auf einer himmlischen Daseinsebene. Und Indra war ihr Herrscher. Und eben als Herrscher übte er eine gewisse Kontrolle und Vorherrschaft aus. Und ebenso üben eben diese Indriyas, diese fünf Fähigkeiten, eine gewisse Kontrolle aus. Sie üben eine gewisse Vorherrschaft aus. Und zwar üben sie diese Kontrolle oder diese Vorherrschaft in ihren spezifischen Gebieten aus. In ihren spezifischen Gebieten der spirituellen Übung. Indra, der alte vedische Gott, bezwang alle seine Gegner und Dämonen und sicherte sich ebenso die Vorherrschaft über die himmlischen Wesen, über die Devas. Und ebenso ist es mit diesen fünf spirituellen Fähigkeiten, wenn sie stark sind, wenn sie entfaltet sind. Dann können sie ihre spezifischen Gegner bezwingen und einflusslos machen. Und damit ebnen sie dann den Weg zur Befreiung. Die Frage ist nun also, diese fünf spirituellen Fähigkeiten, welche Gegner können sie bezwingen oder schwächen?
Die erste Fähigkeit, spirituelle Fähigkeit, ist die Fähigkeit des Vertrauens. Das ist das Element der Inspiration und der Zuversicht. Das heißt, das Vertrauen in die Tatsache, dass Erkenntnis möglich ist. Oder Vertrauen in die Tatsache, dass ein größeres Maß an Glück und Frieden möglich ist. Oder schließlich das Vertrauen, dass eben alles Leidhafte, alles, was uns Leid bringt, Leid macht, überwunden werden kann. Das heißt also, das Vertrauen besiegt oder überwindet die skeptischen Zweifel oder einen schwankenden Geist. Die zweite spirituelle Fähigkeit ist die Bemühung. Und die Fähigkeit der Bemühung entfacht das Feuer einer steten und angemessenen Anstrengung, um eben nicht in Tatenlosigkeit und Faulheit zu verfallen. Also die Fähigkeit der Bemühung überwindet Tatenlosigkeit und Faulheit. Dann die Fähigkeit der Achtsamkeit stellt sicher, dass der Geist präsent ist. Das heißt, dass der Geist eben nicht abwesend ist oder nicht nachlässig. Dann die Fähigkeit der Sammlung stellt sicher, dass der Geist fokussiert ist, dass der Geist gesammelt, einsgerichtet ist. Und die Sammlung, die Fähigkeit der Sammlung wirkt der Ruhelosigkeit und der Zerstreutheit entgegen, kann sie schwächen, bezwingen. Und schließlich die Fähigkeit der Weisheit, sie ermöglicht, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Also ein wirklichkeitsgemäßes Verständnis von allem, was ist. Das heißt, Weisheit, sie verdrängt die Unwissenheit und die Verwirrung, genauso wie das Licht die Dunkelheit verdrängt. Nochmals als kurze Zusammenfassung: Welche spirituelle Fähigkeit bezwingt welche Gegner? Das Vertrauen bezwingt die skeptischen Zweifel oder Unentschlossenheit. Dann die Bemühung bezwingt Faulheit und Tatenlosigkeit. Die Achtsamkeit bezwingt Unachtsamkeit und Nachlässigkeit. Die Sammlung bezwingt Ruhelosigkeit und Zerstreutheit. Und schließlich die Weisheit, sie bezwingt Unwissenheit und Verwirrung, Verblendung. Wir wollen uns nun diese fünf spirituellen Fähigkeiten etwas genauer ansehen. Und ich werde mich mit der ersten spirituellen Fähigkeit, mit dem Vertrauen, etwas ausführlicher befassen, weil eher wenig darüber gesprochen wird in Vorträgen oder Retreats. Über die anderen Fähigkeiten wird viel mehr gesagt. Wie gesagt, Vertrauen heißt auf Pali Sada. Und Sada wird definiert als eine Eigenschaft, welche in etwas Vertrauen setzt. Das ist aber im Sinne des Buddha nicht Vertrauen in irgendetwas, sondern es ist das Vertrauen, dass Befreiung möglich ist. Und zwar, dass Befreiung möglich ist für alle, die sich darum bemühen.
Diese Eigenschaft von Vertrauen, Sada, ist eine Haltung des inneren Geöffnetseins oder eine Haltung der inneren Zuversicht. Und diese innere Zuversicht, dieses Geöffnetsein entsteht sowohl aus einem intuitiven Vertrauen wie auch aus einem auf Vernunft gegründeten Vertrauen. Also eben Vertrauen in die Wirksamkeit dieses Weges zur Befreiung, zur Überwindung von Leid, Kummer und Schmerz. Und dieses Vertrauen wird zur Quelle der Inspiration. Und es ist auch das, was euch hierher geführt habt. Vielleicht ist das gar nicht so offensichtlich. Doch wer kommt schon nach Beatenberg, um den ganzen Tag lang abwechselnd zu sitzen und auf und ab zu gehen? Das Vertrauen manifestiert sich auch als ein Engagement, den Tagesablauf zu befolgen, die Anleitungen zu befolgen. Und gleichzeitig bringt das Vertrauen auch ein Akt des Verzichtens mit sich. Ihr verzichtet auf so viele Aktivitäten und Dinge, ohne die ihr im täglichen Leben nicht sein könnt. Oder ihr denkt, ihr könnt nicht ohne sie sein. Eben Verzicht auf das Handy oder auf das Internet. Verzicht auf das Bier am Feierabend. Verzicht auf Fernsehen. Verzicht auf Theater oder ins Kino gehen. Und all diese Dinge. Also auch wenn ihr denkt, dass bei euch das Vertrauen noch gar nicht da ist oder nur wenig entwickelt ist, so sollte es jetzt doch klar sein, dass bei jeder und jedem von euch schon eine gewisse Portion Vertrauen vorhanden ist. Mit eurem Hiersein an diesem Retreat signalisiert ihr eine Offenheit. Eben die Offenheit, dass es noch etwas anderes geben muss, um vollständig glücklich zu sein oder glücklicher, als ihr es jetzt seid. Diese Art des Vertrauens nennen wir das anfängliche Vertrauen, wird manchmal auch als zuversichtliches Vertrauen umschrieben. Wie gesagt, es ist das Vertrauen, das durch diese Praxis das Herz und der Geist geläutert werden können, das Vertrauen, dass das Leid vermindert werden kann, überwunden werden kann und das Vertrauen, dass ein größeres Maß an Glück und Zufriedenheit erlangt werden kann. Diese Phase des anfänglichen Vertrauens kann auch als die Honeymoon-Phase umschrieben werden. Ja, die Inspiration ist groß, die Hingabe vollständig und auch das Engagement ist kompromisslos. In dieser Phase des Honeymoon-Vertrauens oder anfänglichen Vertrauens mögen uns auch gewisse Vorbilder leiten. Also zum Beispiel Leute, die durch ihr vorbildliches, mitfühlendes und tugendhaftes Tun und Wirken uns inspirieren. Vielleicht sind es Figuren wie der Dalai Lama oder Joseph Goldstein oder Ajahn Chah oder Sayadaw Upandita. Eine Nonne, die zur Zeit des Buddha
gelebt hatte. Sie beschrieb dieses zuversichtliche oder anfängliche Vertrauen mit diesen Worten. Es war die Nonne Nadutera. Sie sagte: Da habe ich einst aus Zuversicht auf Haus und Hof verzichtet, habe erkannt, was dieser Körper ist, habe überwunden Gier und Verlangen. Also eben, mit zuversichtlichem Vertrauen hat sie Haus und Hof verlassen, hat die Familie oder den Mann verlassen, ist Nonne geworden, hat praktiziert, erkannt, was dieser Körper ist, also hat die wahre Natur der Vorgänge im Körper erkannt und dabei Gier und Verlangen vollständig überwunden. Mit anderen Worten, vollständige Befreiung erlangt. Später wandelt sich dieses anfängliche Vertrauen in gefestigtes Vertrauen. Das heißt, gefestigtes Vertrauen entsteht auf der Grundlage von eigenen Erfahrungen. Aufgrund unserer spirituellen Praxis, einschließlich der Meditation, erkennen wir ganz direkt und persönlich immer mehr Dinge, so wie sie der Buddha dargelegt hatte. Als ich vor vielen, vielen Jahren anfing, wirklich ernsthaft Meditation zu praktizieren, da machte ich ganz viele Entdeckungen. Zum Beispiel, ich entdeckte, dass ich da nicht nur ein paar Affen im Geist hatte, sondern dass da eine ganze Horde von Affen im Geist war. Oder ich konnte beobachten, wie ein Schmerz im Körper nicht konstant gleich blieb, sondern wie er sich laufend veränderte. Ich entdeckte, wie wohltuend es ist, achtsam zu sein. Respektive, ich merkte, wie anstrengend es ist, wenn ich nicht achtsam bin. Oder ich merkte, dass durch die Praxis von Metta wirklich das Herz geöffnet werden kann. Und ich empfand dann Metta wie Balsam für die Seele. Ich entdeckte auch, wie ich mit tugendhaftem Verhalten mir eine ganze Menge Ärger ersparen kann. Oder ich erlebte, wie Geben sehr viel Freude in mein Leben bringt. Doch all diese Erfahrungen, Erkenntnisse und Einsichten, da wird das anfängliche Vertrauen eben zum gefestigten Vertrauen, weil es durch direkte persönliche Erfahrungen entstanden ist und somit gefestigt wird. Und schließlich wandelt sich dann dieses gefestigte Vertrauen in unerschütterliches Vertrauen. Und das geschieht mit fortgeschrittener Praxis, wenn eine tiefgründige Erfahrung von Nibbana gemacht wird. Also wenn dieser Zustand, wo Dukkha zu Ende kommt, eben ganz persönlich und direkt erfahren wird. Das geschieht auf der sogenannten ersten Stufe der Erleuchtung oder des Erwachens. Und durch diese persönliche Erfahrung, da
gibt es keinerlei Zweifel mehr über die Existenz einer solchen Erfahrung. Also Tatsache, dass eben das Ende von Dukkha erfahren, verwirklicht werden kann. Und somit wird das Vertrauen unerschütterlich. Es kann nicht mehr oder es kann durch nichts und niemanden mehr erschüttert werden. Damit Sada, dieses Vertrauen, nicht zum blinden Glauben wird, hatte der Buddha immer wieder die Wichtigkeit betont, selbst ganz genau hinzugucken. Er betonte immer wieder die Wichtigkeit, selbst die Wirklichkeit zu erforschen und zu ergründen. Und das hat er ganz deutlich dargelegt in einer Lehrrede, das sogenannte Kalama Sutta. In dieser Lehrrede an die Leute von Kalama forderte er sie auf, nur eine Lehre anzunehmen und sie zu befolgen, wenn sie zu weniger Leid und zu größerer Zufriedenheit im Leben führt. Also er forderte die Kalama auf, wirklich selbst zu ergründen und zu überprüfen, ob eine Lehre heilsam ist, ob sie Leid vermindert. Diese Aufforderung, eben selbst hinzuschauen, selbst zu überprüfen, wird auch mit der Eigenschaft Ehipassiko ausgedrückt. Ehipassiko ist eine der 6 traditionellen Eigenschaften des Dhamma, der Lehre des Buddha. Und Ehipassiko bedeutet komm und sieh oder komm und schau. Also eben, das Dhamma, die Lehre des Buddha, ist nicht etwas, das wir blindlings übernehmen sollten, das wir blind glauben sollten. Der Buddha sagte nicht, komm und glaube, komm und übernehme, was ich gesagt habe. Er sagte, komm und sieh, für dich selbst. Also eben, wir sollten die Lehre überprüfen, indem wir sie praktizieren und umsetzen. Nur durch das eigene Umsetzen können wir dann wirklich urteilen, ob sie hilfreich ist zu heilsamen Zuständen in Herz und Geist führt oder ob ich damit mein eigenes Leid und das Leid anderer vergrößere. Also nur so durch das eigene Umsetzen führt das dann zu persönlich erwirktem Vertrauen. Dann übernehmen wir nicht etwas blindlings. Der Buddha verglich Sada, Vertrauen, mit einem magischen Juwel. Wenn man dieses magische Juwel in einen Kübel mit dreckigem Wasser tut, dann hat eben dieses magische Juwel die Fähigkeit, das verschmutzte und trübe Wasser zu reinigen und es klar werden zu lassen. Und ebenso, wenn das Herz, der Geist mit Vertrauen ausgestattet ist, mit Sada, dann werden die Unreinheiten im Geist, sprich skeptischer Zweifel, dann wird das entfernt und wirkungslos gemacht. Und damit wird das Herz, der Geist eben klar und rein. Vertrauen hat mit
Trauen oder Zutrauen zu tun. So im Sinne von sich anvertrauen. Aber wie gesagt, es ist nicht ein blindes sich anvertrauen, sondern dieses sich anvertrauen ist mit einem gesunden Unterscheidungsvermögen gepaart. Und wer sich traut, der hat auch Mut. Zum Beispiel bei einer Bergtour vertraue ich mich einem Bergführer an. Ich habe das Vertrauen, dass er mich sicher über den Gletscher führen wird und dass er weiß, wo die Gletscherspalten sind. Und das gibt mir den Mut, ihm zu folgen. Während meiner intensiven Meditationszeit in Burma hatte ich mich Sayadaw Ujanaka, meinem Lehrer, anvertraut. Und ich hatte totales Vertrauen, dass er mich kompetent durch das noch unerforschte Terrain von Herz und Geist führen würde. Nun gehen wir zur zweiten spirituellen Fähigkeit. Das ist die Bemühung, auf Pali Virya. Als ich klein war, da pflegte meine Mutter jeweils zu sagen, von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Also wenn wir etwas bewirken wollen, wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir etwas machen. Dann müssen wir etwas tun. Oder in anderen Worten, wir müssen uns etwas bemühen. Wir müssen uns anstrengen. Oder wir müssen aktiv werden. Wir müssen etwas in die Tat umsetzen. Und natürlich muss diese Bemühung, diese Anstrengung den Umständen angepasst sein. Es darf kein erzwungenes Durchdrücken sein oder nicht so ein krampfhaftes Durchstieren von irgendetwas. Der Buddha verglich dieses angemessene Bemühen mit dem Bild, wie ein gefährlicher Fluss durchquert werden sollte. Ein Deva, also ein himmlisches Wesen, fragte einst den Buddha, wie er die Flut überschritten hatte. Und die Flut steht da für die Flut der Kilesas, also die Flut der Geistestrübungen. Geistestrübungen, eben leidhafte oder leiderzeugende Gedanken und Emotionen. Der Deva stellte also diese Frage: Wie hast du die Flut überquert? Und der Buddha sagte: Ohne anzuhalten und ohne Überanstrengung habe ich die Flut überquert. Und der Deva wollte dann wissen: Wie hast du das gemacht? Und der Buddha sagte: Wenn ich anhielt, dann sank ich unter. Wenn ich mich überanstrengte, dann wurde ich abgetrieben. Anhalten, das steht hier für Faulheit und Trägheit. Faulheit, Trägheit sind die großen Spielverderber für Fortschritt oder für neue Erkenntnisse. Wer nur auf dem Sofa sitzt, der entdeckt keine neuen Weltteile. Bemühung ist aber auch in unserem täglichen Leben eine unentbehrliche Eigenschaft. Zum Beispiel, nur schon die Wohnung einigermaßen sauber zu behalten, braucht eine gewisse Bemühung. Oder um uns fit zu halten, gehen wir joggen,
schwimmen oder wandern. Oder wir müssen zum Beispiel Gemüse schnippeln, wenn wir eine gesunde Mahlzeit essen möchten. Oder auch ein Dieb muss sich bemühen, möglichst leise zu sein und möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Ein großer tibetischer Meister, der vor ungefähr 500 Jahren gelebt hatte, sein Name war Drukpa Khunlek, ging einmal nach Lhasa. Und dort war das größte Heiligtum für die Tibeter, nämlich eine Statue des Buddha. Als er dort ankam, war Drukpa Khunlek tief bewegt. Er verneigte sich vor der Statue des Buddha und sagte dann: Du und ich haben uns gleichzeitig auf den Weg gemacht, aber du hast die Erleuchtung erlangt und ich bin immer noch hier in Samsara. Worin unterscheiden wir uns? Der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass du dich angestrengt hast und ich faul bin. Wenn Bemühung eine spirituelle Fähigkeit sein soll, dann gelten gewisse Kriterien. Der Buddha unterschied vier Aspekte der rechten Bemühung. Die ersten zwei Aspekte sind, dass unheilsame Geisteszustände, Phänomene, die müssen am Entstehen verhindert werden und falls sie schon entstanden sind, müssen sie überwunden werden. Und die anderen beiden Aspekte sind heilsame Phänomene, also was zu Verständnis führt, größeres Mitgefühl, Metta und so weiter. Also heilsame Phänomene, Geisteszustände. Die müssen entfaltet werden und sie müssen erhalten und gestärkt werden, falls sie schon entstanden sind. Also eben, unheilsame Phänomene am Entstehen verhindern oder sie schwächen und überwinden, die heilsamen Phänomene entfalten und wenn sie schon da sind, weiter stärken und erhalten lassen. Bemühung, wie gesagt, ist eine spirituelle Fähigkeit, aber wir kennen Bemühung natürlich auch vom achtfachen Pfad, wo es rechte Bemühung ist, die eben diese vier Kriterien befolgen muss. Bemühung als spirituelle Fähigkeit oder als rechte Bemühung, die ist immer auf die Läuterung des Herzens und des Geistes ausgerichtet. Also Bemühung immer ausgerichtet auf letztendlich die Befreiung, das Leid zu überwinden. Und ein anderer tibetischer Meister, der Tulku Urogen Rinpoche, starb vor nicht so langer Zeit. Er ermunterte seine Schüler, Schülerinnen so: Bitte, seid unermüdlich in eurer Praxis. In Tat und Wahrheit ist es die Ausdauer und Bemühung, die einen Buddha von gewöhnlichen Leuten unterscheidet. Nun die dritte spirituelle Fähigkeit, das ist die Achtsamkeit. Auf Pali ist es Sati. Und
Ihr habt schon einiges über die Achtsamkeit gehört. Ich habe darüber gesprochen am Sonntagabend. Rainer hat gestern auch noch verschiedene Facetten beleuchtet. Darum mache ich jetzt hier nur eine kurze Zusammenfassung. Achtsamkeit zeichnet sich aus durch Präsenz, durch Anwesenheit, durch ein Gewahrsein dessen, was sich jetzt in diesem Moment abspielt, in Körper, Herz und Geist. Die Achtsamkeit wertet und bewertet nicht, sie manipuliert die Erfahrung nicht, sondern sie ist sich einfach dessen gewahr. Und sie ist wie ein Spiegel, der lediglich das widerspiegelt, was vor ihm ist. Rainer hat das gestern ganz anschaulich und schön illustriert. Und Achtsamkeit ebnet auch den Weg für das Entstehen anderer heilsamen Eigenschaften. Eben wie zum Beispiel Vertrauen oder Bemühung oder Sammlung oder Mitgefühl, Metta und so weiter. Wenn wir über Achtsamkeit sprechen, müssen wir natürlich auch die vier Bereiche der Achtsamkeit erwähnen. Auch darüber haben wir schon einiges gesagt. Und die ersten beiden Bereiche der Achtsamkeit, da sind wir schon dran, sie zu erforschen, zu ergründen. Also auch der Bereich des Körpers, körperliche Erfahrungen. Und wie Isis heute den zweiten Bereich eingeführt hat, Achtsamkeit auf die Vedana, also Gefühlstönungen. Erforschen, hinspüren, ob eine Erfahrung angenehm, unangenehm oder neutral ist. Die anderen beiden Bereiche der Achtsamkeit werden wir auch noch genauer erläutern. Morgen wird Rainer über den Bereich des Geistes sprechen, Gedanken, Emotionen. Und dann der vierte Bereich der Achtsamkeit sind die sogenannten Geistesformationen, Tamas. Auch darüber werden wir noch sprechen und Anleitungen geben, wie wir das in unserer Praxis umsetzen können. Dann die vierte spirituelle Fähigkeit ist die Sammlung, Samadhi auf Pali. Ein gesammelter Geist ist eins gerichtet, ist fokussiert, sei das auf eine Aufgabe, auf eine Erfahrung oder auf ein Objekt. Und eine sehr tiefe Sammlung hat die Macht, andere Sinneseindrücke auszuschalten und somit vollständig ins Objekt einzusinken. Oder wir sprechen dann von Vertiefung, eine Vertiefung erreichen. Auch außerhalb der formalen Meditationspraxis ist es möglich, wirklich diese tiefe Sammlung zu erreichen. Wer hat nicht schon einmal die Hausglocke oder das Telefon überhört, als er ganz vertieft in einem spannenden Buch gelesen hat? Es kommt vor, das ist möglich. Diese Fähigkeit zur Sammlung oder eben die Fähigkeit des Geistes, sich zu vertiefen, das ist notwendig, um die Dinge klar zu erkennen, genauer zu sehen, was sich da abspielt. Weil Sammlung führt auch zur Ruhe im Geist. Der Geist ist ruhig und klar, zu einer Klarheit. Das wird gebraucht, um die Dinge eben klarer
zu sehen und zu erkennen. Wenn Interesse und Neugierde vorhanden ist, dann ist es gar nicht so schwierig, den Geist zu sammeln. Weil das Interesse oder die Neugierde bewirkt, dass der Geist wirklich bei der Sache oder beim Objekt bleibt und nicht abschweift. Doch leider ist der Geist nicht immer an der Erfahrung oder am Objekt interessiert. Zum Beispiel beim Heben und Senken der Bauchdecke, das wurde vielleicht schon 100-mal, schon 1000-mal wahrgenommen und beobachtet. Was soll da noch interessant sein daran? Dodi Pankara ist eine burmesische Nonne. Eine Schülerin des Paauk Sayadaw und eine Meisterin in Sammlung. Und sie sagt, dass wir das Objekt, unser Meditationsobjekt, so lieben sollten wie unsere Liebste, wie unseren Liebsten. Und sie beschreibt Sammlung folgendermaßen. Sammlung ist ein Akt des Wertschätzens eines ausgewählten Objektes. Liebe das Objekt genauso innig, wie du deine Liebste liebst. Ja, wenn wir das wirklich so lieben könnten und so interessiert daran wären, dann wäre Sammlung gar nicht so schwierig, würde sich Sammlung so einstellen. Weil eben der Geist würde dann nicht mehr abschweifen, streunende Gedanken würde es nicht mehr geben. Und so hätten die Antagonisten der Sammlung, eben Ruhelosigkeit, Zerstreutheit, die hätten gar keinen Einfluss mehr, oder sie hätten keine Gelegenheit mehr, ihren Einfluss auszuüben. Und eben auf diese Art und Weise bezwingt die Sammlung Zerstreutheit, Ruhelosigkeit. Und jetzt noch die letzte spirituelle Fähigkeit, das ist die Weisheit, auch Erkenntnis, Einsicht. Das Pali-Wort dafür ist Panya. Wir sollten uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Praxis des Dhamma nur ein Ziel hat, nämlich die Überwindung von Dukkha, Überwindung alles Leidhaften. Wie auch der Buddha gesagt hatte, ich lehre nur dieses, Dukkha und das Ende von Dukkha. Eben, das Ende von Dukkha, das Überwinden aller innerer Zustände, die uns am vollständig Glücklichsein hindern. Oder anders gesagt, das Loslassen aller unheilsamen Herzens- und Geisteszustände, die uns oder andere auf irgendeine Art leiden lassen, unzufrieden machen. Ajahn Chah, der große thailändische Meister, erinnert uns daran, wenn er diese Fragen stellt. Was ist der Zweck der Sammlung? Warum sollten wir Weisheit entwickeln? Und er gibt dann gleich die Antwort. Sammlung und Weisheit haben nur einen Zweck, uns vom Leiden zu befreien. Nichts mehr und nichts weniger. Weisheit oder Einsichten, Erkenntnisse, das ist das Produkt von unmittelbarer persönlicher Erfahrung. Weisheit kann nicht durch intellektuelles Verständnis erworben werden. Denn nur das wirklich
persönlich Erlebte, nur das direkt Erlebte hat Wirklichkeitswert. Das heißt eben nur das, was wir direkt und persönlich erleben und erfahren, nur das hat die Macht, eine innere Transformation zu bewirken. Die Praxis der Meditation ist ein sehr potentes Mittel, Weisheit zu entfalten. Ein sehr potentes Mittel, eben die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Sayadaw Upandita, der große burmesische Meister, der im Frühjahr dieses Jahres gestorben ist, er sagte: Das bedeutet Meditation. Das Entfalten von geschickten und hilfreichen Zuständen, welche die Weisheit zum Erblühen bringen. Die Weisheit beginnt zu erblühen, wenn wir zum Beispiel erkennen, dass die Vorgänge, die wir da im Körper, im Herz, Geist beobachten, dass diese Vorgänge entstehen und vergehen. Wenn wir sehen, die kommen und gehen. Wenn wir merken, Geräusche tauchen auf und verschwinden wieder. Also wenn wir die Unbeständigkeit dieser Vorgänge erkennen. Wenn wir die Eigenschaft, das Daseinsmerkmal von Anicca erkennen. Oder Weisheit beginnt zu erblühen, wenn wir erkennen, dass Geben Großzügigkeit Freude macht. Und wenn, dass wir sehen, dass es der Gier oder dem Anhaften entgegenwirkt, dass es das schwächt. Oder wir erkennen, dass körperliche und geistige Vorgänge verschieden sind. Aber wir erkennen auch, dass sie in kausaler Verbundenheit sind. Das heißt, wir erkennen Ursache und Wirkung. Oder wir erkennen ganz direkt, dass Verlangen oder Aversion wirklich leidhafte Zustände sind. Also da sehen wir, das ist Dukkha, unzulänglich, macht unzufrieden. Oder wenn wir durch die Praxis erkennen, dass tugendhaftes Verhalten die Kilesas, die Geistestrübungen, ziemlich reduzieren kann. Und um mit diesem Bild des Erblühens der Weisheit zu sprechen, also das vollständige Erblühen der Weisheitsblume, bedeutet vollständige Befreiung, vollständiges Erwachen. Weisheit sieht also die Dinge, wie sie sind. Und dieses wirklichkeitsgemäße Erkennen dessen, was wirklich ist, das kann niemand für sich pachten. Es steht allen Interessierten offen, nämlich überall. Und jederzeit. Also eben, ehi passiko. Komm und sieh. Guck selber. Diese fünf spirituellen Fähigkeiten sind eben wichtig fürs vollständige Erwachen. Oder wie der Buddha sie genannt hat, jede dieser spirituellen Fähigkeiten ist ein Schritt, der zum Erwachen führt. Und wer diese fünf spirituellen Fähigkeiten vollendet hat, vollständig entfaltet hat, der ist vollständig erwacht. Und dazu sagte der Buddha: Wer diese fünf Fähigkeiten vollendet hat, ist eine Erwachte, ein Erwachter.
Wer diese fünf Fähigkeiten ganz und gar nicht hat, den nenne ich einen Außenstehenden. Einen, der auf der Seite der gewöhnlichen Menschen stehen geblieben ist. Diese fünf spirituellen Fähigkeiten sind so angelegt, dass es da zwei Paare gibt. Und diese zwei Paare, die müssen ausgeglichen sein, also in Balance gehalten werden. Und diese beiden Paare sind Vertrauen und Weisheit und Sammlung und Bemühung. Das heißt also, Vertrauen und Weisheit müssen ausgeglichen sein, damit man nicht in die Extreme von blinder Gläubigkeit verfällt oder intellektuelle Klugheit. Dann das andere Paar, Bemühung und Sammlung, die müssen auch ausgeglichen sein, um Ruhelosigkeit und Trägheit zu vermeiden, um dann nicht in diese Extreme von Ruhelosigkeit oder eben Trägheit zu verfallen. Aber die fünfte Fähigkeit, nämlich Achtsamkeit, die ist immer nötig und sie kann nie zu stark sein. Und es ist auch die Achtsamkeit, die verantwortlich ist, dass die anderen beiden Paare immer in Balance sind. Oder die Achtsamkeit gleicht sie dann wieder aus. Also wenn zum Beispiel zu viel Bemühung da ist und zu wenig Sammlung, dann schaut die Achtsamkeit, dass da wieder ein Gleichgewicht zustande kommt. Als Abschluss dieses Vortrages möchte ich noch das traditionelle Bild erwähnen, mit dem die Beziehung dieser fünf spirituellen Fähigkeiten untereinander illustriert wird. Stellt euch eine Pferdekutsche vor mit vier Pferden. Das heißt, je zwei Pferde sind nebeneinander eingespannt. Ich glaube, das würde man einen Vierspänner nennen. Und auf dem Kutscherbock, da sitzt der Kutscher, die Kutscherin. Der Kutscher ist die Achtsamkeit. Das eine Pferdepaar ist Vertrauen und Weisheit und das andere Pferdepaar ist Bemühung und Sammlung. Die Aufgabe des Kutschers, respektive der Achtsamkeit, ist es eben zu schauen, dass beide Pferde, die nebeneinander eingespannt sind, gleich stark ziehen. Zu schauen eben, dass Vertrauen und Weisheit ausbalanciert sind, dass diese beiden Kräfte gleich stark ziehen und dass Bemühung und Sammlung ausgeglichen sind, dass diese beiden gleich stark ziehen. Und wenn das so ist, dann bewegt sich die Kutsche geradeaus und kommt dann ohne größere Zwischenfälle ans Ziel. Mögen auch wir ohne größeren Zwischenfälle ans Ziel gelangen.